So, hallo und herzlich willkommen, Freunde der Nacht. Ich habe wieder mein altes Mikro dran gemacht. Jetzt sitze ich wieder hier vorm Schreibtisch wie so ein alter Otterhengst, ey. Aber ich tue ja alles hier für die gute Qualität, ne? Meine Coca-Cola ist auch leer. Ich werde hier noch schön betanzt. Und jetzt geht's gleich in die Arena. Ich habe eigentlich gedacht, das Ding heißt der Drachenblutschlund. Dem war aber dann doch nicht so. So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ich hier an meine Tastatur komme, weil ich hier so eine Kako... Vorrichtung habe. So. Ich war heute mit meiner Familie im Castle Bee, ja, im Schloss Beck. Und ich muss sagen, trägt einer von euch karierte oder gestreifte Shorts? Nein. Gut. Aktuell nicht. Hat nämlich ganz viele an. Solange es nichts Dunkleres gibt, trage ich Schwarz. Okay, das ist vernünftig. Ich habe mir gedacht, ich bin ja hier Verantwortlicher, man nennt das ja mittlerweile Influencer, ne? Und ab heute, wer hier einschaltet, der muss Schwarz tragen, ja? Ich habe heute auch noch ein blaues T-Shirt an, ne? So ein C&A-Dreck, ey, das ist morgen, fliegt das in eine Tonne. Ja, dann ist hier Feierabend. So, wo ist das da? So, ich soll hier, wir zocken jetzt heute hier das Dungeon und ich soll hier die Tafel lesen, damit das richtig abgeht, Freunde der Nacht. Our kind are far too few to be wasted on arena battles. But your kind are as numerous as rats, and the exceptionally strong are tested here. On battle days, the great gates to the city are thrown open, and the people go forth in a great throng along the verdant valley to the gates of the arena. It is a festival, and a sacrifice. The glory of the old serpent. You are assigned to work, not to watch. There are three levels: the pens, the arena floor, and the gallery. Find your assigned position, slave. There is always work to be done. Ich bin ehrlich, ne? Ich habe nicht so richtig aufgepasst. So, wir können reingehen. Muss ich mir in Ruhe nochmal angucken. Geh mal rein. Ja. Fertig? Ja. Geh rein. Ja. Wo müssen wir lang? Mir nach. Ich habe keinen Plan. Da bist du der Richtige, um zu Ja, ne? Ja. Bäm, nimm dies, Skelett. Bäm. Ich hab keine Ahnung. Hier oben lang. Bist du sowieso da irgendwann durchs Tor? Wer ist hier? Vorsicht, Riesenschlange. Ja, oben rein. Ja, wir sind oben rein. Was seid ihr? Ja, die andere. Also unten ist eine Riesenschlange drin. Deswegen, wenn man da. Das fängt ja gut an. Ich bin vergiftet. Na toll. Ja. Der. Gehen wir mal nach hier hinten unten. Steht ein Skelett auf der Schlange. Also ich hau erstmal den Tänzer hier platt, weißt du? Ich hab doch niemals was zu essen mitgenommen. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. War nett mit euch, wir kommen dann wahrscheinlich auch nicht. Ich glaube, ich verteile mal gleich eben Punkte. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Wisst ihr, was ich komisch finde? Dass die Schlange sich so gar nicht richtig bewegt und so. Das ist ein bisschen. Ja, nicht so schön gemacht. Sagen wir mal so. Okay.
Besuch mit. Ja sicher, wo bin ich denn hier? Seid ihr noch unten? Ja, aber Theodor ist. Theodor, wo bist du? Ja, mach doch Teleport to Player, Charlie. Sofort, wenn ich außer Gefahr bin. Oh, die ist immer noch da. Oh Mann, ey. Eieieiei. Teleport to Player Shani. Oh, ich hab ja auch einen Eingang gefunden. Ne, das war das Loch, wo wir gerade gestanden haben. Oh Mann, ey. Oh, der Dicke kommt. Da kommt der Boss. Der Boss? Der Drache. Wieso seid ihr denn doch da, wieso seid ihr denn schon beim Boss? Nee, ja, der kommt hier reingelaufen gerade. Wieso ist der denn? Ach, der kommt hierher? Rein. Ja. Ich glaube, ich muss weg.de. Tschüss. Der kommt hier runter. Ich glaube, ich muss raus. Ja, ich. Okay, wo ich höre ihn gerade noch hinter mir. Okay, jetzt steht er da hinten und flähnt da rum. Ich brauche irgendwas Essbares. Ja, ich habe selber auch nur noch 7 Fische. Ich hab noch Keule hier. Was, Keule? Danke, Keule. Was für Keulen? Gib Keule. Gib mir Keule. Danke, Keule. Und seid ihr wieder rausgelaufen? Ja. Ja. Ja, die sind wieder rausgelaufen. Der Boss. Der Bossblöse. Nee, so ja, aber ein bisschen da. Ja, warte mal. Ich mach mal eben meine Werte hoch hier. Meine Attributswerte. Ich hab nicht mal Zeit. So, Stärke hier. Nix. Oh, der mag mich. Noch mehr Keulen. Oh, ich komm grad wieder. Ja. Der ist jetzt. Hast du ihn wieder hochgelockt? Warum bin ich denn jetzt halt tot? Was zu essen dabei? Hast du die Vitalität hochgesetzt? Das ist normal, das muss erstmal dann sich hochregenerieren. Ah, ja, okay. Oder du nimmst einen Heiltrank. Ja. Heiltrank habe ich nicht. Ich kann einer ein Feuer machen, für ein bisschen hier, Essen. Ey, die Aloe Vera Extrakte, die kann ich dir da geben. Kommt ein Skelett hinter dir. Ja, hinter mir auch. Hinter mir, ich will hoch. Jo, hinter. Wir brauchen 9 Timmy. Was brauchen wir? 9 Timmy. Ja, das ist Daniel. Ach, Daniel. Ich dachte Timmy. Nee, der tanzt schon kannst wieder weiter. Kannst du dir mal was anziehen, gut. Bitte? In sein Ding damit ich nicht so. Was ist ein Penis? Das ist wieder. Wieso ja, mach das? Wieso mach ich den Drachen denn hier alleine? Das ist der gleiche Typ wie bei dem Video, Nadi. Weil wir irgendwie alle draußen sind, nur du nicht. Ja, ich merk das schon. Ja, das ist aber nicht so cool. Aber ich komm mit! Ich komm jetzt auch nach draußen! Ja, wahrscheinlich hat er den Boss an, Popo. Oh, ich seh ihn ja bis hier! Ich nehm Skelett mit! Ich nehm Skelett mit! Ich glaube aber so weit läuft er nicht, ne? Gucken wir mal. Oh mein Gott. Gucken wir mal, wenn wir rauskommen. Ja, jetzt steht er. Mach's weg. Nee, der geht nicht weiter. Oh mein Gott. Also, das hier ist der größte der Drache. Ich bin da schon gut runtergeklopft hier. Ja. Aber jetzt sind meine Feinde zu Ende. Ich hab noch welche. Oh. Geh doch im Nahkampf. Ja, so viel hat er eh nicht mehr. Wenn jeder drauf klopft, dann ist er gleich weg. Der ist schon tot. Oh, besiegt. So. So, dann lass uns mal reingehen. Cool. Total gut, die Ini. Gibt's da geheime Geheimnisse? Ja, hier lernt ihr was. Hier lernen wir was. Geschenke.
Ja. Viel haben. Eieieiei. Immer wenn ich komme, ist das Spaß. Wie ist das denn hier so dunkel? Warum gibt es hier immer so viel Verderbnis? Wo seid ihr denn? Hier gibt es wieder eine Tafel. Hilfe. Das ist gelesen. Hallo? Was denn? Wir sind hinten. Hau auf, ab hin. Ja, hier. Hier hoch. Lauf, was denn? Games of Mortality are played beneath the sun and the moon. Hier gibt's doch nichts zu lernen, auf einer Tafel, auf einer Seite der Arena. Ja, genau. Jetzt, sie redet nur mit euch. Man schießt nicht mit Pfeilen auf Leute. Das kann doch ins Auge gehen. Was ist immer umgekehrt? Du schießt mit Leuten auf Pfeile. Cool. Kann ich nicht. Oh, kack. Ich kann es nicht lernen. Hast du kein Sternmetall gelernt? Wir gehen doch mal wieder rein hier, Dani. Okay. Was hat man jetzt gelernt? Keine Ahnung. Das Drachen-Equipment. Wenn ihr aus Drachenknochen könnt ihr Schwerter machen und ein Schild. Warte mal, ich habe ja wahrscheinlich noch ein paar Punkte frei. Ich nicht, Leute. Sternenmetall, wo mache ich das denn? Sternenmetallwerkzeug. Aua! Du bist offen. Was soll das? Alter, überleben. Ich habe genug Kesselflicker. Nein, oben bei Überleben. Hier oben bei Überleben. Ja. Steinwerkzeug oder was? Ja, Steinwerkzeug. Ach da, okay, auch erstmal lernen. Okay. Muss ich hocharbeiten. Eisenwerkzeuge, Stahlwerkzeuge, geerdete Stahlwerkzeuge und dann kommt Sternmetallwerkzeuge. Alles klar. Oh, lalalala. Du hast neue Rezepte erlernt, alles klar. Nice, nice hier. Und jetzt hat Nadi natürlich nicht genügend Erfahrungspunkte. Nee. Ich, nicht so schlimm. Ja, wir können auch mal hoch auf die Galerie, können uns das hier alles anschauen. Wir haben es uns ja verdient, hier auch zu sein. Da stehen auch noch ein paar Kisten rum. Ja, genau. Da war, glaube ich, überwiegend nur so Graulotus drin, oder? Ja, hier, ich habe ein paar mehr Sachen gefunden. Wildes Steak, das sind wir noch gerne mit. Ich hoffe, ihr habt auch inzwischen alle gut Verderbnis gesammelt. Ein bisschen wieder. Ja. Lauter verdorbene Luder hier. Hier ist denn doch mal eine schöne Tafel. Alright, kann man nur lesen. Er zählt nur. Ja. To provide privacy for those of our kind using the gallery. The enchantment that allows you to understand our language will be disabled while you are in the area.
So, ja, sollen wir noch irgendwie, was weiß ich, irgendwas anderes machen, irgendwas farmen gehen oder so? Braucht ihr irgendwas? Keine Ahnung. Oh. Ja, doch mal der Sternmetall gucken, ne? Ja, lass das doch mal machen. Dann solltet ihr euch aber warm anziehen. Warm? Also, oh. Warm. Ja, ich cheate mir gleich was. Ja, man gönnt sich ja sonst. Ja. Ja. Du musst doch nochmal bei Zeiten deine Burg weiterbauen, ne? Ja. Mhm. Die haben mir alle gemeckert, dass die Dekoration fehlt. Ja. Ja. Ja, was war denn jetzt mit der Karte? Aber erstmal, was ist? Aber erstmal sollten. Wolltest du irgendwas mit aber Karte erstmal sollten wir uns eine Tänzerin anschauen. Ach, yo, Karte, ey, hab ich ganz vergessen. Siehst du, ey, mein Brother, hätte der mich nicht erinnert, dann hättet ihr jetzt nochmal warten müssen. Pass auf, Kollegen von mir waren mal in einem Café. Ne, die waren in einem Café mit 3, 4, 5 Mann, keine Ahnung. Und da war so ein Italiener. Und die Mädels, die da bedient hatten, die waren immer, also wie das so früher beim Italiener war, ne? So kurze, schwatte Röckchen, enge weiße Hemden und so, ne? Und dann sagten die so vorher, was willst du denn, ne? Und der eine so, ja, ich nehme einen Kaffee, ne? Der andere, ja, ich nehme auch einen Kaffee, ne? Und einer dann so, ja, ne, ich nehme wohl einen Kakao, wenn die gleich kommt, ne? Ja, und dann kam die so, ne, und er saß halt mit seinem Kopf genau auf Brusthöhe, ne, und jetzt kam die von der Seite, ja, was wollt ihr denn, ne, und der erste, ja, Kaffee, und der den Kakao wollte, der dreht sich so zu ihr um und hat so die Augen direkt vor ihren Möpsen, ne, und sagt so, Kaffee. Und die so, ey, wolltest du nicht Kakao? Ne, ich wollte Kaffee. Ah, ey, das war geil. Erstmal schauen, damit ich mutiger werde und sie ansprechen kann. Guter Anmachspruch. Habt ihr eigentlich einen schnellen Rückweg genommen oder seid ihr gelaufen? Wir laufen. Erstmal zum Tänzer. Ja, ich hab noch ein paar Tänzer. Der Tänzer. Tralalalalala. Der ist ja ganz nackt. Der ist ja eklig. Ja, ich weiß. Bei mir nicht. Ist er nicht nackt. Nee. Der ist nicht nackt. Der hat an dem Schuh, an der Füße, an der Handgelenke. Das hat ist irgendwas. Nur, weil ihr da alles nackt eingestellt habt. Da seid ihr selbst schuld. Wow, wolltest du nicht was erzählen mit deiner Familie heute? Hast du auch irgendwas angefangen? Weil ich mit meiner Familie, ich war im Castle Beck war ich heute. Achso, ich dachte, da kann den Karohosen, ne? Ja, Karohosen. Sie sahen scheiße aus, Karohosen. Die sahen. Also in Zukunft nimmst du in Schwarz auf, hast du gesagt, ja? Ich nehme nur noch ein Schwatt auf. Hier mein komisches C&A-Shirt, was ich heute anhab, das kommt, glaube ich, im Müll und dann. Ja, gar nicht, ey. So, boom, chicka-wa-wa. So. So, sind wir fertig, ne? Ja, ich müsste mich erstmal um. Feuerchen wäre total geil. Was brauchen wir denn jetzt? Feuerchen, eine Bautarbeit. Also. Warte mal. Ihr solltet eine warme Rüstung anziehen. Eine warme Rüstung will er haben. So. Ja, ich komm gleich. Braucht wieder. Noch jemand eine warme Rüstung? Ich hab, aber ich müsste ganz. Wir müssen alle zurücklaufen dann, wenn. Ich kann auch mal eben. Ja. was nein, ich will beide. Ja, dann geh deine Rüstung anziehen. Ja, geh deine Rüstung anziehen. So. Außerdem sind beide Tänzerinnen hübscher. So, hier haben wir doch schon was. So, wer möchte alles? Wie viel soll ich machen? 1, 2, André hat ja, ne? 1, 2, 3, 4, 3. Mit dir 4. 4? Okay. Ja, André hat ja. Mach ich das hin? 1, 2, 3, 4. Habe ich den im Inventar oder was? Ja. 1, 2, 3, 4. Was wollt ihr? Fellhandschuhe braucht ihr bestimmt gar nicht. Ihr wollt bestimmt Stahl, ne? 1, 2, 3, 4.
1, 2. Ich bin überlastet. 3, 4 ist egal. 1, 2, 4. 1, 2, 3, 4. Links, 2, 3, 4. Oder gibt noch geile, außergewöhnliche Sachen gibt's auch noch. Warte mal, schmeiß ich. Ja, auch makellos. Makellos ist das makellos Beste. Ist der Beste. Jetzt wollte er aber richtig hier was vom Papa haben, ne? Wie sieht denn das eigentlich mit Sprengvasen aus? Sprengvasen? Brauchen wir ja, wenn wir was hier, makellos. Ich bring gleich was weg. Chimerischer. Okay. Ja, pass auf, dann machen wir das nochmal. Dann schmeiß ich mal die ganze, den ganzen Müllscheiß hier weg, ne? Da braucht keine Sau den Epic-Dreck hier. Na, ich hol mein Zeug. Holt euer Zeug, wenn ihr was habt. Was? Nein, ich mach gleich. Nee, ich hol meine Rüstung. Ich mach. Kann ich dann immer aufwerten auf eben. Nur die, die nicht wollen. Ich nehm nur das Beste. Nur die, die schummeln wollen, die bleiben hier. Ja, wie früher in der Schule. Kontoinformationen schicke ich euch nachher zu. Wo ihr das hin überweist, dann bitteschön. Da ist es. Ach, da müsste es bei jedem Computerspiel geben. Makellos, sagst du? Was? Admin-Menü. Der hängt bei mir in der Luft. Geht ist nicht. Kopflos. Da, makellos. Wo war denn jetzt? Beladen. Hä? Ich krieg keine. Ach, Limone. Was ist denn jetzt los hier? Was du bei ihm machen kannst, ist mich zu dir porten. Sofort. Jetzt wird erstmal gebaut. Benutzt da meinen Teleporter. Dein Teleporter ist meilenweit weg. Wie meilenweit? Der ist doch bei mir oben ein Hübschchen. Ja, und ich bin oben bei der Burg. Ach so. Ja, bist du in 2 Minuten da und kannst dich dann hier hinporten. Zum ich? Ich bin gerade so langsam, dass ich mich nirgendwo hin bewege. Ich habe ja was mit. Warum machst du denn sowas? Er läuft einfach schneller. Deswegen frage ich doch, ob man mich mal im Herd teleportieren kann. So, boah, da habe ich aber einen großen Sack hingelegt hier, wa? Hast du? Ja. So. Da kam der Weihnachtsmann schon sehr früh hier, ey. Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Hat nicht ganz geklappt. 2, 3. Dann ist Laufen angesagt. 3. So, bedient euch. Vielen Dank. So, Leute, ich. Warum kann ich jetzt noch gehen? Überlastet. Wenn wir jetzt Michael sagen, dass das falsch ist, was er uns gezaubert hat. Das war das Falsche. Was ist das nochmal für ein Knopf? Was brauchtet ihr denn? Wir brauchen diesen, wie heißt das andere? Fellharnisch oder was? Varnier. Varnier, Fell. Fellharnisch? Varnier, schwere Varnier-Sachen kannst du machen. Schwere Varnier-Sachen? Such einfach nach Varnier. Ah, Mann, ey. V-A-N-I-R. Ich müll ja alles zu. Varnier. V-A-N-I-R. Find da nix, der kann nicht suchen. Der ist irgendwie scheiße, geht nicht. Doch, da. Doch, du musst. Ja, alles gut, alles gut. So, was wollt ihr jetzt? Makellose Fell wollt ihr? Genau. Ja, weil Winter und... Weil ah, jetzt verstehe ich. Nee, Rüstung. Feldstiefel. 3, 4. Wollt ihr auch so eine Fellkappe? 1, 2, 3. Das ruiniert die Frisur, hat Johnny gesagt. 1, 2, 3. Obwohl sie das so ähnlich ist. Doch, dann nehme ich doch eine. 1, 2, 3. Also wer wollte mich jetzt mal teleportieren? Keiner. Ich doch nicht. Ingeborg macht. Warum nehmen wir denn nicht makellose, schwere Varnierstiefel und so? Ja, warum, dann nimm die doch.
So, ich habe nämlich was mitgebracht. Brennblasen. Nö. Viel besser. So, jetzt haben wir doch was Schönes hier, guck mal. So, pass auf, hier den Kernunos-Ding setzen wir mal ab. Also das jetzt nicht nehmen, weil ich da jetzt wegschmeiße, ne? Das ist nur der Crap. Oder war das doch das Gute zu euch, ne? Makelloses Vanier-Fest. Nein, das ziehst du nicht an. Wieso? Weil ich jetzt gleiche Sachen raushau. Was fehlt denn jetzt noch? War das alles? Das ist doch nicht alles, das ist doch halb nackig. Das kann doch jetzt nicht warm sein, weil ich da anhab. Stiefel. Das ist doch nicht warm. Wo sehe ich denn, ob das warm hält? Das ist warm. Das ist warm. Frag André, der rennt da. Das ist warm? Der Helm sieht ja total scheiße aus. Der ruiniert ja völlig die Frisur. Ah, lauf ihn weg. So, warte. Mitkomm, hier. Also, zwei Leute nehmen sich auf jeden Fall noch die Dämonenfeuer. Hier, ich lege euch hier den Müll hin. Dämonenfeuer. So, pass auf. Schwere. Da braucht aber länger, ey. Eins. Zwei. Drei. Ach, Schuhe brauche ich auch noch. Ich wollte. Ja. Wollt ihr den Helm? Ich hau den Helm weg, ne? Nee. Ja, kannst du ja nehmen. Kann man Helm nie ausblenden? Ruiniert die Frisur, sagt Charlie. Dani, du kannst so bleiben, wie du bist. Das ist hübsch genug. Wow. Nee, das ist cool. Ja. Da friere ich. Das stimmt. So, da müsst ihr alle drin sein, was ihr braucht. Jetzt schmeiße ich den Rest noch hier in die Ecke. Ne? Liebe Kinder, nicht einfach euren Müll in eine Walachei schmeißen, ne? Auch wenn der Theo das jetzt hier macht, aber das ist alles nur ein Computerspiel hier. Ne? Da dürft ihr nicht hier einfach euren Scheiß wegschmeißen, ne? Da gibt Ärger. Ich habe auch noch was, ich habe noch ein Geschenk für dich. Für mich schon wieder? Ihr seid mir nur Sachen am Schenken. Ja, nur für Warum? Dich. Aber wie dein Bruder gleich wieder kenne, der hebt das vor dir auf. Ich bin immer noch überlastet. Weißt du, was geil wäre? Was zu essen wäre total geil. Keine Belastung ist gilt. Und warum bin ich schon wieder überlastet? Ja, du ziehen, aber keine Belastung. Da gibt's doch nicht, ey. Das ist doch alles hier. Guck mal, 27 Minuten haben wir schon wieder auf dem Tacho. Wolltest du dir keine Fellrüstung nehmen? Grillkohle vor mir. Hä? Wo ist Grillkohle? Wolltest du dir keine Fellrüstung vor mir? Warte, ich hab noch was zu Ach, herrlich. Hast du die gecheatet oder was, das Schwert? Ja, klar. Oh, hier, Theo, ich hab auch noch was. Ey, Leute, ihr macht mich fertig, ne? Ihr wisst das. Nimm das. Das Geschenk. Nimm das. Nur für dich. Ich weiß nicht, warum was ich damit soll. Was soll ich wo hinlegen? Was? Jetzt hat warum bin ich denn jetzt schon wieder überlastet hier? Das ist doch nicht wahr. Ich weiß nicht, das ist für wegen der Kackrüstung hier wahrscheinlich. Weg damit. Dani, nimmst du mal so eine blöde Kuh? Ja? Die sind mir zu schwer. Hier, nimm die. Ich kann nicht mehr Kugel tragen. Boah, dann warte ich da. Stahlbacken, ey. Was schlepp ich hier für eine Kacke mit mir rum? Zigtausend Samen. Also irgendjemand muss noch Feuerkugeln nehmen. Die Mondfeuerkugel. Kann nicht mehr. Was habt ihr überhaupt vor? Ich kann gleich noch ein paar mitnehmen, wenn ich wieder da bin. Aber wer von euch braucht noch was zu essen? Feuer. Wir brauchen Feuer, um Sternmetall zu farmen. Nur ein Sternmetall farmen. Schönes blaues Metall. Warum hast du keine Sprengsätze geholt? Weil diese Teile besser sind. Sprengsätze kippen um, sind ungenau. Machen Spaß. Ist ein Bodenplatte daneben, dann geht das ohne Probleme. Oh, ja, so Freunde der Nacht, wir haben schon wieder 29 Minuten auf dem Tacho. Habt ihr gemerkt, die haben mich einfach verwirrt, damit ich wieder eine längere Folge mache. Ja, wir gehen an dieser Stelle raus und dann sehen wir uns hier morgen an der Gnähung. Gar nicht morgen, kommen ja nicht mehr so viele Folgen, aber in der nächsten Folge wieder. Ja, wenn es euch gefallen hat, hier, wo ist er? Da ist der Knoppeck. Abonnieren nicht vergessen und dann sagen wir mal bis dahin. Ja, ciao, ciao.